Hallöchen, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gems of War. In Adana gibt es hier noch Quests zu tun für ein Experiment durch. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Mein Experiment, nun ja, es behindert Goblins. Viele Goblins. Dann können wir das nämlich mal erledigen. Ich denke mal, mit dem Upgrade meiner Units sollte ich das sicherlich hinbekommen. Wow. Boah, ich will gleich wieder das Game neu anfangen, ganz ehrlich, ey. Oh, Leute. So stupid. Lass einen Edelstein explodieren, füge 6 Schaden am zufälligen Feind und den benachbarten Feind jeweils 1 Schaden zu. Steht irgendwie in der 7 Rüstung und fügt ihm 7 Schaden hinzu. Stirb. Au, au. Alter, wie oft ist denn der Typ noch dran mit deinen beschissenen Extrazügen, ey? Ah, ich werde das neu starten, glaube ich. Das ist einfach viel zu lucky gewesen für den Gegner. 1000 Extrazüge, ja. Das Schwester ist dummerweise der. Bringt mir ja sogar nichts. Der stirbt ewig nicht. Töten wir erstmal den. Wie viele Extra-Turns der bekommt, Alter? Das gibt's doch nicht. Er stirbt halt ewig nicht, der Typ. Das ist echt schade. Aber ich muss es dummerweise machen. Chimera am Leben, bitte. Mach gar kein Damage. Alter, ich habe noch nie einen Gegner gesehen, der so viele Extra Turns bekommen hat. Dämlicher Penner, er. Ich brauche grün und gelb. Und rot. Oh, der hat sich geheilt, der Typ, ey. Mana Surge. Oh, bin ich bescheuert, ey. Mana Surge. Extra-Turns bekommen hat. Ganz ehrlich, ey. 5 Milliarden Extra-Turns. Alter. Ich hätte gewonnen. Ich wäre nicht dumm gewesen am Ende. Doch nur Scheiße wieder, ey. Hm.
Die halten immer wieder einen Extrazug. Mit jedem beschissenen Kackspell halten die einen Extrazug. Und nochmal ein extra Zug. Und nochmal ein. Und nochmal ein. Na? Ja, da auch noch einen Hang haben können. Oh, jetzt geht nochmal ein extra Zug. Extra Zug. Haben wir schon viel früher gewinnen können. Wäre ich nicht dumm gewesen. Aber wir kriegen XP trotzdem, wenn wir verlieren, ja? Sammeln Daten. Meine Ergebnisse? Du musst mir wahrscheinlich helfen, die Körper einzusammeln. Hässliche Goblins. Goblins sind immer diese mit dem extra Zug Kacke. Wow. Das Zeichen. Für die Angänger 4 Warnzug. Okay. Überhaupt nicht übertrieben oder so. Mana Surge. Dass ich immer so viele extra Turns bekommen, geht mir voll auf den Sack, ey. Ja, Alter, übertreib, Junge, bist du bescheuert? Alter. Rot ist mir wichtiger. Boah, Alter. Der Wirken-Button muss größer sein. Oh, das gibt irgendwie einen Shortcut. Ich weiß, das wäre ganz cool. Ich drück immer wieder daneben. Kommt zu einem Abschluss. Na, wär mal schön. Mein Abschluss, wir brauchen mehr Karnex. Dracos. Lass einen Feind verstummt betäuben und ziehe 8 Mana 25% der Chance dabei, ihn zu vernichten. Also mit den 5er stehen ist echt mega gefährlich. Alter, alles viel Legendaries, Alter. Holy shit. Ich würde es gar nicht wissen. Ich lasse ihn einfach nicht gewinnen. Oder nicht rankommen, ganz einfach. Den Rest will ich gar nicht wissen. Die Schädel sind gefährlich. Und zwar allesamt gefährlich. Ja, na klar muss ich das machen. Boah, dein Ernst. No!
Gib mir das. 22 Schaden, Alter. Man wird so penetriert davon. So sinnlos. Gewonnen! Wir waren Zeuge von Wissenschaft. Kannst du alles genau verfolgen? Einfach, oder? Denke schon. Es geht nur darum, strengen wissenschaftlichen Grundsätzen zu folgen, aber... Nichts aber. Folge den Grundlagen. So erschaffen Mechaniker neue Dinge. Verstanden. Jetzt geh da raus und baue was Großartiges. Das werde ich. Danke. Der Mechaniker. Neue Waffe? Für jeden ersten gehen da 8 Schaden zu. Blutige Axt. Jetzt haben wir halt auch eine neue Klasse. 10 Feuer. Naja, Feuer für die Chimäre zu wichtig. Oh, das ist der Mechaniker. Der Held erhält plus 8 Rüstung, der Held erhält plus 4 Attacke, der Held zählt als Milch für die Teamboni. Und Drachenator verursache systematischer Brennen, gefrieren und Speigen bei einem zufälligen Feind und füge ihm 6 Schaden zu. Das ist eine geilere Klasse, oder? Als das, was ich gerade habe. Füge einem Feind 6 Schaden zu, verstärkt durch die Attacke des Feindes. Naja, ist auch ziemlich cool. Ob ich erstmal 52 Siege kriege, ist es erstmal, dauert es erstmal ewig. Bei einem zufälligen Feind füge ihm 6 Schaden zu. Hm, war schon okay. 8 Rüstung und 4 Attacke ist natürlich nicht schlecht, ne? Was habe ich hier? 8 Leben und 4. Ah, ist auch nicht verkehrt. 8 Leben ist besser für gegen den True Damage. So, erledigt. Können hier mal das davon erkunden? Gorgota, Etin. Mal gucken. 2001 Teamergebnis haben wir mittlerweile. Das sollte man noch hinkriegen, oder? Das ganze Feld sieht Grütze aus, ey. Alles gefühlt fast Vierer-Kombination. Aber sind sie nicht. Ja, mit dem Schnelleren macht das schon mehr Fun, muss ich sagen. Dauert einfach nicht mehr so lange. Oh, da oben war rot gewesen. Ups. Sieben Schaden, ernsthaft? Krank. Mana Surge. Mana Surge. Du bist ja schon wieder dran. Das ist dämlich. Oh, ich hätte das erst machen sollen. Ja, trotzdem 7 Damage. Ist nicht verkehrt. Grün brauche ich noch. Grün kriege ich natürlich wieder mehr nicht. Mana Surge. Mana Surge. Boah, ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Boah. Ist ja krank. Besitzer der seltensten Antiquitäten. Geheimer Schildstein.
Stände können Eigenschaften, einzigartige Fähigkeiten von deiner Einheit freischalten, Gegenstände und Lebensmittel herstellen. Achso. Lass mich verlassen mache. Achso, immer wieder, ja. Immer wieder gegen andere. Okay, also hier kann man nicht wirklich was erreichen, hier geht's bis unendlich. Herausforderung aber kann man machen. Mir wurde ja gesagt, dass es nur... Das macht gar keinen Sinn, dass man angeblich nur einmal das bekommt. Das teste ich jetzt, Leute. Das teste ich jetzt hier drin. Das glaube ich nicht. Er hat geschrieben, man kann es halt nur einmal bekommen. Einmal, ein einziges Mal. Aber das glaube ich nicht, weil man müsste ja bis Level 150 warten, ehe ich mal Herausforderung machen könnte. Das macht keinen Sinn. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber Logik muss ja nicht immer... Ne? Muss ja nicht mal Logik alles unterliegen. Kann sein, dass es wirklich nicht geht, aber das testen wir einfach mal. Mana Surge. Mana Surge. Zu viel der Schaden ist irgendwie ein bisschen doof. Weil die alle so viel Leben haben. Zu viel der Schaden. Wahrer Schaden, meine ich. Der True Damage. Boah, ist das eine langweilige Runde, Alter. Das dauert ja ewig. Natürlich hat er die genommen, wo die Schädel drin sind. Kein Mana Search bekommen, die ganze Zeit nicht. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt. Nein, der untere? Nice. Weg mit dir. Sieben Seelen. So, und jetzt gehe ich angeblich keine mehr, ja? Ist das so? Schauen wir mal. Gucken wir uns das einfach nochmal an. Mampfen. Ich habe schon ganz viel Mana Surge letztens bekommen, aber habe es nicht mitbekommen, aber es hat trotzdem ewig gedauert gefühlt. Oh, das hat schon. Naja. Komisch, dass dieser Gegner immer genau die Reihe nimmt, um halt diese Extra Turns und so weiter zu verkacken, ja. Also zu verhindern. Sehr, sehr merkwürdig. So, jetzt durfte ich keine extra Seelen am Ende bekommen. Oh, ich bekomme doch extra Seelen. Natürlich bekommt man das. Alles andere wäre Unsinn gewesen. Und Kriegsjahr 1 kann ich auch schon. Monsterwerte plus 25%. Oder Rinax her, man kann ja so viele Dinger hier machen auf einmal. Ja, die ganze Herausforderung noch. Ja, also kann man ohne Probleme hintereinander machen. Nacheinander meine ich. Das ist kein Thema. Gut. Aber ich würde sagen, meine lieben Freunde, wir machen ganz kurz mal eine kleine Pause. Sehen uns in der nächsten Folge wieder von Gems of War. Bis dahin. Ciao.